Hatten die Schülerinnen und Schüler denn vorher schon mal was von Wilhelm Busch gehört? Nein. Den kannten sie gar nicht? Nein. Und Max und Moritz war ihnen auch gar kein Begriff? Manche hatten das schon mal gehört und ich glaube, ein paar Schüler hatten auch zu Hause das Buch, aber der Großteil kannte das nicht. Schlichen sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben. Lenkt er freudig seine Schritte zu der heimatlichen Hütte. Ach, spricht er, die größte Freude ist doch die Zufriedenheit. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lempel der Gottlob. Leben auf dem Rücken liegt, doch er hat was abgekriegt. Dieses war der vierte Streich, doch der fünfte folgt sogleich. Zack! Dieses war der vierte Streich, doch der fünfte folgt sogleich. Es gibt eigentlich meistens weibliche Bösewichter und nur zwei männliche. Genau, der Kurs besteht nur aus zwei Jungs und deshalb haben wir das Stück auch jetzt nicht auf Max und Moritz reduziert, sondern es für jeden Jugendlichen männlich, weiblich, divers quasi angepasst. Dieses Schubsen, das ist natürlich erstmal wortlos, aber der geschubst wird, ja hier vorne, die ersten, hey, lass mich, ne? Jeder, der geschubst wird, wehrt sich. Und die rausgehen, ne? Die sind auch in Aufruhr, ne? Boah, nix wie weg hier, was ist hier los? Die nicht so einfach, oh, wir müssen rausgehen, ich will schnell mein Handy holen. Frau Jan, und dann geht die Chats los. Ey, hast du diese Messerstecherei mitbekommen? Ja, Alter, und nochmal krank. Wieso? Sind die behindert? Traurige Welt. Motten sind cool. Bro, pass auf dich auf. Du auch, ja? Und warum? Was
macht ihr uns auch so blöd an? Warum hat die das beste Handy und nicht ich? Wir wollten halt das Geld von denen haben und die wollten es nicht rausdrücken. Sie hat mich halt genervt und außerdem ist sie ein richtiges Opfer. Sie war halt im Weg und hat mich provoziert. Ich war sauer auf meine Familie und sie war gerade da. Die mochte mich doch eh nicht und hat mich nicht akzeptiert, wie ich bin. Die haben gesagt, wenn ich es nicht mache, gehöre ich nicht mehr dazu. Sie sah so gut aus und war halt alleine. Die hat sich ja meinen Freund reingemacht und das habe ich mir natürlich nicht gefallen lassen. Ich lasse mir nichts verbieten. Das Auto sah geil aus und ich wollte die beeindrucken. Die haben uns blöd angemacht und wir wussten uns nicht anders zu helfen. Was soll denn die Botschaft des Stückes sein? Also zum einen wollen wir das Publikum unterhalten, aber gleichzeitig soll das auch eine Nachricht übermitteln, dass sich viele Jugendliche in solchen Krisen auch befinden, dass sie vielleicht auch Selbstmord begehen können. Ja, und wir sie dabei unterstützen wollen, indem wir zeigen, dass es wirklich solche Schwierigkeiten in unserem Alltag sind. Max und Moritz ist ja auch ein Stück über Gewalt. Genau, ja. Also es wird ein bisschen verkindlicht und verniedlicht, aber gleichzeitig soll das auch die Brutalität vermitteln. Das heißt, Sie haben Max und Moritz jetzt in unsere Zeit transferiert und zeigen, was heute die Gewalt ist. Genau, ja. Wir haben das Stück Max und Moritz sozusagen in die Moderne umgewandelt. Ja. Das Stück ist im Laufe des Kurses entstanden, auf der Grundlage von den Texten von Max und Moritz. Und dann haben wir daran eben überlegt, was heißt diese Geschichte eigentlich für heute. Und dann sind die Texte während der Arbeit im Kurs entstanden. Seit März 12.000 Lehrerstellen nicht besetzt. Fehlende Lehrerplätze sind auch ein fehlender Halt für Jugendliche. 1, 2, 3, 2, 3. Der Bund hat sich vor 3 Jahren aus der Finanzierung der Schulsozialarbeit rausgezogen. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2. Und wie geht es jetzt mit Max und Moritz weiter? Ja, kennt ihr das nicht? Die sind auch zu Tierfutter verarbeitet worden. Viehfutter? Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht sein. Das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, was geht Mick da an? Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist vorbei mit der Übeltäterei. Die Medien berichten ja darüber, dass viele Grundschüler kaum noch lesen und schreiben können. Was würden Sie denn den Eltern sagen und den Lehrern? Wie kann man das verbessern? Ja, das ist auf jeden Fall, wenn es nicht in der Schule gemacht wird, zu Hause gefördert wird, dass zu Hause das Rechnen geübt wird, das Lesen und Schreiben, dass auch die Eltern einen gewissen, dass es dann halt von den Eltern übernommen werden muss, aber auch mit den Lehrern gesprochen wird, dass es dann einfach in den Grundschulen auch gelehrt wird und den Kindern beigebracht wird, weil das eine wichtige Basis für die weiteren, oder für das ganze Leben. Ja, genau, für die weitere Karriere ist. Und nicht einfach nur Lehrplan durchziehen und hoffen, dass alle mitkommen, sondern wirklich auf die Probleme der Kinder eingehen. Das ist eine öffentliche Aufführung am Montag und am Dienstag, 5. und 6. Juni. Und da kann jeder kommen, der der Schule verbunden ist. Eltern, Freunde, Schulkameraden, ja, alle, die Lust haben. Wann geht's los? Um 19 Uhr.